Allgemein gegen Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfälle, operiert, nicht operiert, operiert, konservativ. Also wichtig ist, bevor operiert wird, erst konservativ ausschöpfen. Damit ist gemeint, nicht invasiv, ohne Spritzen, ohne Infusion, ohne Operation, ohne Gewalt, ohne Einrenken, dass man selber jemandem zeigt, wie es geht. Und der Schlüssel, der liegt immer darin, dass die vordere Muskulatur, die vordere Rumpfmuskulatur und die hintere Rumpfmuskulatur ausgeglichen sein müssen. In der Regel ist immer der hintere Bereich, der Rückenbereich, stärker als der Vorderbereich. Vor allen Dingen bei den Frauen. Bei den Männern ist es so, dass die hintere Beinmuskulatur durch sitzende Tätigkeit oder durch andere Dinge einfach mehr, ich weiß, verkürzt heißt es nicht, aber es ist der beste Begriff, dass jeder es versteht. Ich kann jetzt auch über Myosin, ich kann jetzt über Fibrillen, ich kann jetzt über Faszien reden und kann da eine Wissenschaft draus machen, nur da klickten die anderen weg. Wir müssen die erreichen, die wir immer erreichen. Das sind die Älteren, die nicht so auf dem Computer fixiert sind, die gerne diese einfachen Begriffe wählen. Also wir sagen mal, die Muskulatur ist hinten, ich kann es nur so sagen, verhärtet, fest und man kriegt die Beine nicht richtig gestreckt. Das ist vielleicht besser ausgedrückt. Und da fehlen immer 10, 20 Grad Streckung, aber beim Schober, so nennen wir das, ja, wenn man einen Fingerbodenabstand macht, der sieht natürlich so aus. So, wenn ich jetzt bei einem Mann sage, geh mal runter, dann ist hier meistens schon Schluss, fast durch die Bank. Die wenigsten kommen ganz runter. Ich bin auch nicht so super gelenkig. Bei den Frauen ist das ganz, ganz anders. Die kommen alle so runter, nicht alle, aber zu 90%, sage ich mal. Die haben ihre Rückenprobleme in erster Linie wegen einer Beckenbodenschwäche, dass die Muskulatur den Beckenboden nicht richtig fixiert. Und da haben wir ein Hauptproblem und da greifen wir an. Und natürlich gibt es aufsteigende Ketten, da muss man überlegen, kommt das über die Füße, Fußschwäche, Fußgewölbeschwäche, Senkfuß, Spreizfuß, X-Beinstellung, ja, sind die Iliosakralgelenke blockiert, dass man eine Differentialuntersuchung macht, Differentialdiagnose macht, das machen wir. Und wir unterscheiden, ist es jetzt knöchern, ist es muskulär, ist es jetzt nervlich, neurologisch, ist es psychisch. Da gibt es so viele Ansätze, aber ganz, ganz wichtig ist, dass bei den Männern das Folgendes ist. Wenn ihr 10 bekannte Männer habt, dann macht auf einer Party Folgendes. Ihr legt die auf den Rücken und die sollen mal mit gestreckten Beinen nach oben gehen. Richtig ist es, wenn das der Rumpf ist, dass die Beine, wenn man gestreckt ist, so auf 90 Grad kommt. Kann man das nicht, dann tritt das ein, was ich sage. Wenn die Muskulatur nicht elastisch ist, die hintere Beinmuskulatur, wenn das alles fest ist und nicht beweglich ist, dann hat das eine Auswirkung über den Tuba, der hier hinten sitzt, Gesäßbereich, dass da das Becken unter Stress gerät. Und das hat eine Auswirkung auf die gesamte Wirbelsäule. Und das kann ja auch sein, wenn man seitlich mehr sitzt, das merkt man so gar nicht, dass ein Facettenbereich nicht richtig frei ist. Wir haben ja ganz viele Facettengelenke, nicht nur Bandscheiben und Rippenköpfchengelenke. Und das muss man alles berücksichtigen. Dann haben wir Muskeln. Wir haben Muskeln, die sind nicht so durchblutet. Und immer können die mal Ärger machen, wie der Traktus, der äußere Bereich, ja, oder die Supraspinatussehne. Aber das ist jetzt mal nur in erster Linie mal erklärt, wie wichtig es ist. Jetzt kommt wieder das Thema, der Mensch neigt zu Verkürzungen und der Mensch neigt auch zur Atrophie. Das sind ganz bestimmte Muskeln und das muss man darstellen. Und der Therapeut, die Physiotherapeuten wissen das. Welcher Muskel zur Schwäche neigt, zur Atrophie neigt, Abbau von Muskeln, und welcher Muskel zur Verhärtung und zu einer Verkürzung neigt. Verkürzung sagen wir deshalb, damit es jeder versteht. Wenn man den Muskel nicht richtig dehnen kann, weil das hier alles zieht und ja, im Bizepsbereich neigt zur Verkürzung. Und jetzt die ischokorale Muskulatur hinten, die sowieso bei den Männern bei Rückenbeschwerden, die sind hier total zu einem, ich sage ja 90% haben wir das Problem. Ich zeige es mal, wir gehen auf den Boden. Also jetzt liegen wir so. Jetzt können 10 Männer, die man kennt, sagen, heb mir das Bein mit gestrecktem Knie nach oben. So, ich bin auch nicht so ganz steif, aber jetzt kriege ich hier einen Krampf und ich kriege das Bein nicht hoch. Also was muss ich machen? Ich muss da ansetzen, wo das Problem ist. Und wenn eine Frau
zittert, wenn sie Bauchübungen macht, wenn sie zittert wie Espenlauf, wenn sie hochgeht, ja, dann haben wir ein Problem, dass die, dass da trainiert werden soll im vorderen Bereich. Also, hauptsächlich sind die Übungen gemacht, die Muskulatur, die zu fest ist und nicht dehnfähig ist, die wird gedehnt und gelockert, und die Muskulatur, die zu schwach ist, die nicht gekräftigt ist, sind natürlich auch bei den Männern, ja, dann muss man das kräftigen. Und wenn man das ausgleicht, dann hat man gewonnen. Und das ist die Ursache. Wir als Reha-Experten, wir haben das über viele Jahre gemerkt, und da sind in Deutschland ganz viele Physiotherapeuten, die genauso denken. Aber jetzt verzeiht man nochmal mit der Verkürzung von Muskeln, da gibt es eine Diskussion. Es gibt keine verkürzten Muskeln. Für mich gibt es die schon. Man kann es nicht anders erklären, damit das jeder begreift. Also wenn euch das gefallen hat, ich freue mich, wir freuen uns, abonniert uns und diskutiert mit uns sachlich und friedlich. Und dass wir alle lernen und alle mitmachen. Tschüss.